Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier in Sachsen Let's Player. Wir gucken uns den New Holland T8 435 Blue Edition an für einmalige 30.000 Euro unter Anschaffungskosten sowie 65 Euro Unterhaltskosten am Tag. Das gute Stück hat 500 PS. Vorweg, ihr könnt den Preis von dem Mod auch manuell ändern, wenn ihr euch dazu ein Tutorial mal wünscht. Wenn ihr nicht wisst, wie es geht, bitte Bescheid sagen. Schauen wir uns an. Modell und Textur. Hier an diesem New Holland wurde laut Modder folgendes getan: Es wurde ein neuer Skin hinzugefügt, es wurde die Hupe ausgetauscht. So, und das fällt auch wirklich gleich auf, wenn wir jetzt hier mal als Vergleich den normalen New Holland T8 kaufen, aus der Standardkategorie hier. So, der T8er hier, zack. Das ist natürlich jetzt ein T8 435 und kein 320er. Aber man sieht ja hier dieses New Holland Blau und man sieht jetzt dieses New Holland Blau. Und ich muss wirklich sagen, dieses New Holland Blau sieht wesentlich geiler aus. Das muss man wirklich sagen. Der Skin gefällt mir sehr. Auch hier gibt es jetzt rundherum natürlich jetzt nichts Bewegendes Neues. Man sieht es ja halt wirklich hier am Skin, wenn man jetzt hier nochmal genauer hinguckt. Dieses Blau und jetzt halt im Endeffekt hinten hier. Dieses Blaue, es sieht halt einfach schöner aus. Das muss man auf jeden Fall lassen, wenn man jetzt sich hier wirklich die zwei mal hintereinander anguckt. Das ist wirklich sehr schnieke. Gucken wir uns mal hier den Innenbereich an. Das ist soweit auch alles in Ordnung. Wenn wir uns den hier angucken, wie gesagt, wird uns jetzt nichts weiter auffallen. Es ist halt im Endeffekt das Gleiche. Aber von der Textur her muss man wirklich sagen, es sieht richtig schnieke aus. Und damit gibt es auch ohne Zweifel daran 5 von 5 Sternen für Modell und Textur. Kommen wir mal zu den Funktionen. Neben den Standardfunktionen, die ja immer vorhanden sind, sprich einmal, zweimal F drücken für Licht, ist Blinkerskript verbaut, Numpad 2, Numpad 1 und Numpad Nummer 3, die rundum leuchten über Position 1. Und die Hupe, das ist die standardgemäße Hupe. Und das ist jetzt die neue Hupe. Hört sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen kraftvoller an. Und sonst machen wir mal einen kleinen Ausflug hier. 52 km/h fährt das Baby hier maximal. Das kann man soweit auch hier bestätigen. Ansonsten fährt sich halt stinknormal wie jedes andere Fahrzeug hier aktuell im 15er auch. Da gibt es jetzt keine großen Änderungen, auch beim Partikel- bzw. beim Schmutzsystem konnte ich davor nichts lesen. Problem an sich ist immer, es gibt manche Mods, wo die Verschmutzung hochgestellt worden ist. Das ist jetzt nicht das Problem. Das ist sogar richtig so, weil die normalen, die Fahrzeuge, die verdrecken ja innerhalb von kürzester Zeit. Und ja, da habe ich leider nicht die Zeit dazu, jeden einzelnen dreckig zu fahren. Deswegen kann ich ihn euch leider halt nicht in der Schmutzform präsentieren. Aber auf jeden Fall hier mit Funktion tut auch alles, was es machen soll. Wie gesagt, Hupe wurde neu ausgetauscht. Und das gefällt mir sehr, deswegen gibt es auch dafür für Funktionalität 5 von 5 Sternen. Schauen wir mal in den Log. Dieser ist soweit fehlerfrei. Wie gesagt, das wird hier nicht von New Holland rausgesportet. Somit gibt es auch für Log Fehlerfreiheit 5 von 5 Sternen. Persönliche Meinung bzw. Performance, obwohl wir hier auf Performance ja uns schlichtweg nicht berufen brauchen, denn es ist ja Giants Standard. Aber mir gefällt, wie gesagt, der neue Skin. Ich denke mal, da wird es vielen so gehen. Und ja, da gibt es auch nichts dran auszusetzen. Wie gesagt, der Glanz ist halt immer so eine Sache. Bei manchen ist das wirklich ein bisschen überlichtet. Ja, das haben schon viele berichtet. Aber naja, gut, ist halt Geschmackssache. Aber ansonsten wirklich, ich kann es nur nochmal sagen, wir vergleichen jetzt, stell den mal hier hin. Den als Vergleich wirklich mal zur Farbe hier zu sehen. Er sieht schon wirklich eindeutig besser aus. Obwohl ich, wie gesagt, man muss auch dazu sagen, dass 30.000 relativ wenig sind für so einen starken Traktor. Aber das kann man, wie gesagt, alles anpassen. Da kann man gerne ein Tutorial drum machen, wenn benötigt. Also in dem Sinne gibt es auch für persönliche Meinung bzw. Performance 5 von 5 Sternen. Somit kommen wir auf ein Gesamtergebnis von 20 von 20 Punkten. Das Ganze durch 4 ist 5, also eine Gesamtbewertung von 5 von 5 Sternen. In dem Sinne wollt ihr euch nochmal downloaden, Link in der Videobeschreibung beim Modder bedanken, beziehungsweise eben Verbesserungsvorschläge für die nächsten Versionen da lassen. In dem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, bis dann, haut rein, tschüss.